Hallo liebe Freunde zu einem neuen Video. Habt ihr gerade Zucchinis zu Hause? Die Chancen dafür stehen ziemlich hoch, da wir gerade in der Zucchini-Hochsaison sind. Es hilft alles nichts, damit uns nicht schlecht wird zu Hause, müssen wir einen Kuchen machen. Nämlich einen wunderbar fluffigen, saftigen Zucchini-Kuchen mit einer ganz dünnen Schokoschicht. Legen wir los! Aber jetzt ohne Witz, wenn ihr wirklich ganz viele Zucchinis zu Hause habt, ist eine sehr effektive Art, diese zu verbrauchen, eine Zucchini-Suppe zu machen. Ich habe euch da schon mal ein Rezept gezeigt, das war eines der ersten Videos, also beachtet eher das Rezept und nicht mich. Trotzdem kann man auch einen wunderbar leckeren Zucchini-Kuchen aus Zucchinis machen und das machen wir heute. Zuerst müsst ihr euren Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Dann nehmt ihr euch 3 Esslöffel Leinsamen, gebt die in den Mixer rein und vermixt die ordentlich, damit sie geschrotet sind, oder ihr kauft euch gleich geschrotete Leinsamen. Diese vermengt ihr dann mit 9 Esslöffeln Wasser und stellt sie beiseite. Dann geht schon ans Vermengen der restlichen Zutaten für den Teig. Das sind Weizenmehl, Zucker, Natron, Backpulver, Zimt, etwas Salz, Öl, ein bisschen Sojamilch und einen Esslöffel Apfelessig. Beim Videodreh ist mir der ein bisschen ausgekommen, bei mir waren das sicher 2 Esslöffel, hat aber nichts gemacht, war trotzdem lecker. Dann geben wir noch die Leinsamen hinzu, die wir auf die Seite gestellt haben vorher, und dann kommt natürlich der Star des ganzen Kuchens hinzu, nämlich die Zucchini, die bitte fein reiben und rein zum Teig. Und dann könnt ihr schon alles mit einer Küchenmaschine gut vermengen. Dann eine Springform mit einem Esslöffel Öl, kein Backpapier verwenden, Öl, Ressourcen sparen, ein Esslöffel Öl einfetten und dann unseren Teig dorthin reingießen. Ihr seht schon, der Teig ist nicht wirklich fest, nicht so richtig teigig, sehr flüssig. Das passt so. Das ist der Grund, warum er nachher so richtig fluffig ist. Jetzt rein in den Backofen für ca. 30 bis 40 Minuten. Macht immer wieder die Stäbchenprobe und wenn nichts mehr hängen bleibt, dann raus mit dem Kuchen. Ihr könnt natürlich auch eine Kastenform verwenden für diesen Kuchen. Ich finde das eigentlich sogar eine bessere Idee, aber unsere war gerade nicht verfügbar. Die war dreckig. Ich habe sie noch putzen müssen und deshalb habe ich einfach eine Springform genommen. Geht beides. Was ich in letzter Zeit übrigens gerne mache, ist so einen Kuchen aus einer Springform stürzen. Dann ist oben alles schön flach und unten sind eben diese Unebenheiten, aber das stört dann eben nicht so und ist optisch ein bisschen schöner. Jetzt den Kuchen abkühlen lassen und dann machen wir uns schon an die feine Schokocreme. Dazu ganz wenig Wasser, ganz wenig Wasser in einem Topf erhitzen, dann, sobald das Wasser kocht, zurückschalten auf die niedrigste Stufe und in einer Wasserbad-Schmelzschale die vegane Schokolade schmelzen. Ihr könnt natürlich auch einfach einen anderen Topf dafür verwenden und so schräg drauflegen, dann ist das das Gleiche. Und jetzt, und das ist wirklich wichtig, das machen viele falsch, einfach in Ruhe lassen. Die Schokolade schmilzt auch ohne euch und das schmilzt auch, wenn ihr nicht ständig umrührt. Einfach in Ruhe lassen und irgendwann ist es so richtig schön geschmolzen, ganz fein geschmolzen. Und was ich von der Astrid gelernt habe, ich gebe dann noch einen Esslöffel Öl hinzu. Im Grunde streckt man damit diese Schokoglasur ein bisschen. Es wird einfach ein bisschen mehr Masse. Ich bin also quasi wie ein Drogendealer, der seine Ware streckt. Nur bei mir bekommt man natürlich keine Psychosen, wenn man die Schokoglasur isst. Jetzt vorsichtig auf den Kuchen gießen, schön sanft verteilen und verstreichen und dann habt ihr schon ein wunderbares Ergebnis. Und das war's auch schon. Fertig ist euer fluffiger, saftiger, toller, einfach perfekter Zucchini-Kuchen. Man könnte den Kuchen übrigens auch mit Staubzucker machen, anstatt mit Schokoladenglasur. Macht es einfach, wie ihr wollt. Wir machen diesen Kuchen gerade zu dieser Jahreszeit sehr oft, weil man dann zumindest ein bisschen ein gutes Gefühl hat. Man hat das Gefühl, man isst Zucchini. Aber natürlich ist ein Kuchen ist nicht zum Abnehmen da. Das Rezept gibt es wie immer in der Infobox und ich wünsche euch sehr gutes Gelingen beim Nachmachen. Dieses Video übrigens war spontan. Ich habe es spontan in meine Videopipeline reingeben müssen, weil ich eben mag, dass ihr die Zucchinis verarbeiten könnt, entweder in die Suppe oder in den Kuchen. Aber was als nächster kommt, das bestimmt ihr, nämlich über den Link unten. Da könnt ihr sagen, was ihr als nächstes sehen wollt. Eigentlich könnt ihr nur sagen, was als übernächstes kommt, weil als nächstes kommt wahrscheinlich dieses Ask Me Monday Format, wobei ich schon am Überlegen bin, dass Ask Me Friday oder so zu nennen, weil Montag für mich ein total blöder Tag ist zum Video veröffentlichen. Wir werden sehen, wie wir das machen. Ihr werdet es sehen, ihr werdet es rausfinden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich euch dann wieder sehen kann, werde. Wobei, ich sehe euch ja nicht. Aber halt so emotional sehen wir uns dann, hoffentlich, beim nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute, bleibt brav und seid lieb zu den Menschen. Alles Gute! Tschüss!